Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin der Lukas Huber, Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen. Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadtkirche Winterthur. Der Podcast vom Landeskirchenforum und von Reformiert bewegt richtet sich an reformierte Kirchengemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun haben. Das ist Staffel 3 Umbau, Episode 7 Umbau vom Denken. Wir haben in der letzten Episode darüber geredet, wie sich das Bild verändern sollte, das wir von uns als Kirchengemeinde haben. Und heute reden wir darüber, wie sich eigentlich das verändern oder schon verändert, was wir als Kirche machen. Also konkret geht es um das Verhältnis von Tradition und Innovation. Ja, das ist ja gerade ein gutes Stichwort gewesen, zum Beispiel beim Thomas Bucher. Auf der einen Seite extrem innovativ. Sie haben einen eigenen Innokon angestellt, also einen Sozialdiakon, der Innovationen bringen soll. Und auf der anderen Seite hat der gleiche Thomas Bucher von Hirzebach in Zürich gesagt, als Tipp für Gemeinden, ihr solltet eure eigene Geschichte kennen und überlegen, wo können wir hier anknüpfen an dieser Geschichte. Man kann nicht einfach jemand anders werden, als man schon war, und darum anknüpfen an dem, was war, und dann eben innovativ weiterarbeiten. Oder Christine Reibenschuh, die erzählt hat von der anglikanischen Kirche St. Melitus, die gesagt hat, die ganzen Skills für die Gestaltung von neuen Formen von Kirchen, die auch wichtig sind, die kommen aus einer Christuszentriertheit raus. Und die wiederum ist in einem ganz persönlichen, spirituellen Leben verankert und wo auch gesagt hat, für Gemeindeentwicklung, für Innovation ist die ganze Gemeinde gefragt, nicht nur die Angestellten. Oder als letztes Karin Hoffmann, die erzählt hat, aus ihrem Alltag als Sozialdiakonin, Partizipation ist wichtig, mit den jungen Menschen etwas entwickeln, sich vernetzen, den Leuten auch im Dorf zuhören, den Jugendlichen immer wieder erklären, was man macht und mit ihnen Sachen entwickeln und vor allem, dass man ihnen auch die Möglichkeiten gibt, zum mitgestaltet, dass man ihnen nicht Sachen vorgibt, sondern mit den jungen Menschen etwas entwickelt und dass aus dem aus dieser Wechselwirkung quasi von Angestellten und Jugendlichen in ihrem Fall, dass dort daraus neue Sachen entstehen. Mhm. Ja, bei mir ist gerade so ein bisschen im Nachgang zu dem Gespräch mit der Karin Hoffmann etwas in Synchro, wo ich jetzt auch ein bisschen als These würde da in den Raum stellen. Und zwar, dass ich würde sagen, in der Kirche redet man, oder man redet eigentlich relativ viel von Innovation, aber ich finde, das, was eigentlich dahinter steckt, ist häufig gar nicht so fest der Gedanke von Innovation, sondern von Inkarnation. Okay. Was meinst du damit? Ja, hat sicher Erklärungsbedarf. Also Innovation heisst ja eigentlich, man tut ein neues Problem lösen oder ein altes Problem auf eine neue Art und Weise lösen. Ja. Und ich glaube, also jetzt wirklich ganz platt und plakativ gesagt, und man darf mich nachher gerne auch kritisieren für das, weil ich sage, das Problem ist eigentlich schon immer das Gleiche gewesen, das Problem Sünde, und die Lösung ist schon immer das Gleiche gewesen, die Lösung Jesus, so sehr platt gesagt. Okay. Und also jetzt in dem Kontext, wo sich die Kirche damit beschäftigt, in den anderen Bereichen Wirtschaft und sowieso braucht es sicher Innovation. Aber so die Grundkomponenten sind ja eigentlich schon immer gleich. Und gerade wenn man jetzt die Bibel ein bisschen durchliest, dann nachher merken wir, im Kern ist der Mensch eigentlich über die Jahrhunderte hinweg immer der gleiche. Und wir können uns ja darum auch mit diesen Geschichten noch identifizieren, weil wir merken, so fest haben wir uns jetzt eigentlich nicht verändert. Und darum würde ich sagen, ist eigentlich ja nicht ein neues Problem, das um ist, sondern die Frage ist, wie können wir den heutigen Auswirkungen, vielleicht auch vom Problem sind, um jetzt bei diesem Begriff zu bleiben, begegnen? Und wie können wir das Evangelium kommunizieren, sodass es von ihnen verstanden wird, von ihnen kann auch einfach etwas bewirken in ihren jetzigen Lebensumständen. Und das ist ja eigentlich so das, wo auch die Inkarnation von Jesus, Gott, der Mensch wird, der sich in die Welt hineinbegibt und in eine konkrete Kultur sich hineinbegibt und dort den Menschen begegnet, das ist, würde ich sagen, eher ein Prinzip, wo man uns da könnte orientieren. Also so, wie können wir den Menschen dort begegnen, wo sie jetzt stehen?
Und jetzt nicht Innovation als ein Selbstwert, hauptsächlich etwas Neues, sondern eigentlich immer die Frage, wie kann die Kommunikation stattfinden, sodass sie auch wirklich funktioniert. Und dass Menschen von dem Evangelium können bewegt werden in dem, wo sie jetzt gerade drinstehen. Ja, aber für das ist ja eben Innovation nötig, weil die heutigen Menschen sind ja nicht mehr die gleichen wie schon nur vor 50 Jahren oder vor 500 Jahren oder 2000. Natürlich, die Grundkonstitution des Menschen ist gleich, aber Menschen heute sind doch ganz anders als noch vor 50 Jahren. Mhm. Also darum, ich will das jetzt auch nicht irgendwie gegeneinander ausspielen. Ich würde jetzt nicht sagen, es braucht keine Innovation, sondern mehr, ich glaube, der Gedanke hinter der Innovation ist, es geht darum, wie können Menschen das verstehen, was wir aus unserer Tradition mitbringen. Ja. So. Also nicht ein völliges Loslösen von der Tradition, sondern es geht um ein neues Übersetzen in die jetzige Situation hinein. Und ich glaube, das ist ja eigentlich das, was zum Beispiel in der Missionstheologie oder in der Missionspraxis schon immer gemacht worden ist. Also es gibt viel, wo man sicher kann problematisieren in der Missionspraxis von der Kirche in der Vergangenheit. Logisch. Und auch heute noch. Aber so die Grundhaltung, wir gehen in eine Kultur rein, wo uns fremd ist und lernen die Menschen kennen, lernen die Kultur kennen, findet heraus, was beschäftigt die Leute und findet heraus, wie können wir da die gute Botschaft kommunizieren, dass da tatsächlich etwas verstanden wird von dem. So ein bisschen das, was der Paulus sagt, den Griechen ein Grieche, den Juden ein Jude. Ich glaube, das bringt schlussendlich Innovation mit sich, aber es fängt nicht damit an, dass ich noch einmal hingehe und denke, jetzt mache ich etwas komplett Neues, sondern ich gehe noch einmal hin und tue zuerst mal zuhören. Mhm. Und gleichzeitig heisst das auch, wir können nicht einfach blind an der Tradition festhalten, sondern wir müssen unser Denken umbauen. Wir müssen darüber nachdenken, wie können wir den heutigen Leuten gerecht werden, auch unterschiedlichen Menschen, und damit automatisch weniger an der Tradition festhalten, sondern auch über Neues nachdenken. Das liegt inhärent in deren Idee von der Inkarnation. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, Kunst ist schon zu sehen, wo ist jetzt Tradition, in welcher Form auch immer, ein Wert, den man daran festheben sollte, und wo ist jetzt Innovation gefolgt. Und ich glaube, das ist nicht immer einfach ganz klar und es gibt auch nicht einfach immer ein Richtig und Falsch. Mhm. Ich würde es vielleicht so ein bisschen in einem Bild beschreiben. Ich glaube, Tradition ist so ein bisschen wie der grosse Dampfer, wo die Höhen und Tiefen von den gesellschaftlichen Stürmen kann überstehen kann. Und die Innovation ist so wie der Rettungsring, den man auswerfen kann und wo die Menschen in den Höhen und Tiefen, also in diesen Wellengängen von ihrem persönlichen Leben oder vom gesellschaftlichen Veränderungsprozess auch begegnen kann. Und ich glaube, es braucht schon beides. Also wir haben natürlich eine Tradition, die wir mittragen aus der Kirchengeschichte. Mhm. Und es gibt auch Formen, wo einfach, ja, wo sich's lohnt, die weiterzutragen, oder Inhalt auf jeden Fall, wo sich's lohnt, auch die weiterzutragen. Und ich glaube, da haben wir, es ist jetzt auch nicht etwas, was man einfach über Bord schmeissen sollte. Aber gleichzeitig, wenn man merkt, dass alle aus dem Dampfer rausspringen, weil es nicht mehr passt da drin, dann nachher muss man sich schon fragen, wie man da einen Rettungsring auswerfen kann, wo eben näher bei dem sind, wo die Leute im Moment gerade erleben. Mhm. Und was würde denn das aus deiner Sicht konkret bedeuten? Hast du ein Beispiel? Ja, also ich habe ein bisschen etwas sagen von dem, was wir jetzt gerade bei uns in der Jugendarbeit am Ausprobieren sind. Wir sind da noch mega in den Anfängen, aber wir sind gerade ein neues Format am Ausprobieren, wo es ein gottesdienstliches Format sein sollte. Das heisst «Meine Farbe und deine». Der Titel ist nicht von mir. Ich hätte mich, glaube ich, nicht getraut, den Titel zu nehmen, aber die Jungen haben gefunden, der braucht es. Und ein schönes Lied. Ja, ja, politisch nicht ganz so korrekt, aber ja, der Refrain ist gut, den kann man brauchen. Ja, auf jeden Fall, also es geht darum, wie bei unserem Gottesdienstprojekt, das ist so ein bisschen eine Art ein künstlerischer Workshop und erinnert relativ wenig an einen Gottesdienst. Also es gibt keine Predigt, es gibt keine Lieder, wo man zusammen singt. Oh. Es ist sehr, sehr interaktiv. Und ich bezeichne es aber sehr bewusst gleich als Gottesdienst, weil es findet die drei Kommunikationswege, die wichtig sind für einen Gottesdienst, laut Stefan Schweier von der STH Basel, die findet statt, nämlich wir reden mit Gott, wir gehen davon aus, dass Gott mit uns redet und wir reden miteinander.
im Rahmen von dem Format. Und ich würde sagen, solange das stattfindet, ist es ein Gottesdienst. Hm. Und dann ist eigentlich die konkreten Formen sind, ja, ist wichtig, ob die funktionieren, damit die Kommunikation kann stattfinden. Aber ist dann nicht gebunden daran, ob es jetzt eine Predigt gibt oder ob es jetzt Lieder gibt, die man miteinander singt. Und ich merke aber, dass es sehr schwierig ist, zum verständlich machen, Leute, die sehr zuhause sind in der Kirche und sehr verbunden sind mit dem klassischen Gottesdienstkonzept, zum verständlich machen, dass das auch ein Gottesdienst ist. Mhm. Ja, das kann man noch vorstellen, ja. Und gleich braucht es das. Also ich denke schon, man erlebt das ja, wie regelmäßige Gottesdienstbesucherinnen und Besucher, die sind oft älter und die sterben langsam weg. Das sieht man auch in Kirchgemeinden, die jetzt nicht komplett überaltert sind. Und dann wird es einfach auch neue Formen von Gottesdienst zum Beispiel brauchen. Bei uns, wir haben lange einen evangelistischen Jugendgottesdienst gehabt, namens Lifetime, wo wir mit grossem Aufwand, mit Farblicht und Band Zeug gemacht haben. Und irgendwann ist das einfach ausgelaufen. Und dann haben die Jungen gefunden, das, was wir brauchen, aber ist ein anderes Format, nämlich nach dem Jugendgottesdienst, ein Gottesdienst, der heisst jetzt heute Boxenstopp, wo der Gottesdienst einfach ein Teil ist vom Ganzen, wo man zuerst zusammen isst, ganz wichtig. Man tut zuerst zusammen essen und nachher feiert man zusammen. Und der Gottesdienst ist relativ traditionell. Es gibt Musik, allerdings extrem unproduziert. Eine Gitarre, ein E-Piano und dann sagt, jetzt singen wir das Lied, jetzt singen wir das Lied. Und dann offene Phasen, wo man miteinander betet und wo vor allem das Zusammensein unter den Jungen wichtig ist. Und den Macherinnen und Macher vom Boxenstopp ist auch wichtig, die Verbindung zu schaffen mit den Kirchgemeinden. Es ist ein regionales Angebot, aber auch mit den einzelnen Kirchgemeinden ist ihnen wichtig. Und das ist ein Format, das viel besser zu der jetzigen Zeit, ja, 2022 passt, als das, was wir vor ein paar Jahren gemacht haben. Also im Thema Gottesdienst zum Beispiel dort ist es nötig. Und das, was vor 10 Jahren noch super war, ist möglichst aufwendig produzierte Gottesdienst mit einem Wow-Effekt, wo vielleicht die Zeit abgelaufen ist und wieder anders gefragt ist. Mhm. Und ich finde es schön, in dem Beispiel, das du beschreibst, merkt man, dass die Jungen selber das eingebracht haben und sagen, hey, das ist unser Bedürfnis, genau. Das möchten wir machen, könnt ihr uns in dem unterstützen oder einfach können wir das machen? Ja. Und ich habe jetzt noch ein bisschen ein Plädoyer an alle Pfarrpersonen. Und zwar glaube ich, dass eben gerade Sozialdiakoninnen und Sozialdiakonen gut lernen und auch umsetzen, wie man so partizipativ schafft und eben die Leute, die man miteinander unterwegs ist, auch mit einbezieht in das, was man macht. Eben Beispiel von der Karin Hoffmann. Ja. Und ich merke schon, dass das immer, wenn ich mit Sozialdiakoninnen und Sozialdiakonen rede, die das wirklich, also die meisten das auch in ihrem Studium viel intensiver hatten, als jetzt wir das im Theologiestudium oder in der Pfarrausbildung hatten. Also wir haben das gar nicht gehabt, seien wir ehrlich. Gut, du bist jünger. Ja, bei uns im Vikariat ist es schon ein Thema, aber natürlich viel, viel verkürzter. Ja. Gut, es hat sich vielleicht geändert, ja. Ja, ich glaube, die haben gleich auch ein bisschen etwas sich dazu überlegt, zu dem, es ist nicht alles gleich wie früher noch. Genau, wo wir alten Leute aus Bildung gegangen sind. Sag's, ich kann es jetzt nicht sagen. Ich habe jetzt extra nicht gesagt, wie lange das echt schon her ist, wo du sie Karriere gemacht hast. Sehr gut. Genau. Also, und meine Erfahrung ist halt gleichzeitig, also ich finde das wirklich, vielleicht können wir zu dem mal in einer separaten Folge über das Thema reden, aber ich finde es gerade recht krass, weil ich jetzt ja als Sozialdiakonin angestellt bin, bin ich im Sozialdiakonie-Konvent und so und komme da auch sehr viel Frust mit über von Seiten von Sozialdiakoninnen und Sozialdiakonen gegenüber den Pfarrpersonen oder überhaupt, dass sie auch einfach nicht gehört werden oder nicht wahrgenommen werden als Menschen, die auch können etwas beitragen zu Fragen von der Gemeinsentwicklung oder einfach überhaupt viel sich nicht wertschätzt fühlen in dem, was sie machen. Und ja, ich finde es gerade sehr gut, dass ich die Seite einmal richtig wahrnehme und ich das vorher nicht so fest gemerkt habe, wie viel Frust da rum ist. Und jetzt nicht nur in Winti und Umgebung. Das ist eigentlich mit allen Leuten aus anderen Regionen, die ich schon geredet habe, immer wieder ein Thema. Und
Darum, ich glaube, es lohnt sich auch im Gemeindebau Sozialdiakoninnen und Sozialdiakonen sehr ernst zu nehmen und mit einzubeziehen. Okay, flammendes Plädoyer, Anna, super. Ja. Ja. Aber mir leuchtet das ein, ehrlich gesagt. Klar, meine Ausbildung ist ja schon länger her und ich würde jetzt von mir behaupten, dass ich einen relativ partizipativen Stil lebe und ein partizipatives Pfarramt führe. Aber ja, es erstaunt mich nicht, was du sagst. Ja. Jetzt, Lukas, du bist erst gerade in Greifswald gsi und dort ist auch über die Zukunft der Kirche geredet worden. Kannst du ein bisschen etwas noch von dem erzählen? Ja, genau. Anfang Mai, Symposium in Greifswald. Wir können es ja nicht lassen, hat das geheissen. Und dort haben mich ein paar Sachen sehr beeindruckt. Auch zum Thema Innovation, auch zum Thema Gottesdienst. Und zwar habe ich dort einen Ausdruck kennengelernt von schierer Verzweiflung, der zur Innovation führt. Und das hat mich wirklich extrem beeindruckt. Dort war das Thema, was sollen wir eigentlich machen, wenn die Kirche quasi implodiert. Das ist jetzt mein Ausdruck. Wenn das Netz immer weiter gespannt wird und irgendwann verrisst es. Und dann hat ein Pfarrer oder eine Pfarrerin hat einfach 8 Gottesdienstorte und 10 Kirchen oder so. Und dann gibt's in einem Dorf noch 5 oder 10 Leute, die aber eigentlich gern wollen Gottesdienst feiern, aber es geht einfach nicht, dass der Pfarrer, die Pfarrerin dort jeden Sonntag kommt. Und jetzt kommt die Pointe. Jetzt sind sie sich dort am Überlegen, ob man nicht einfach sagt, ihr 5 oder 10 Leute, wenn ihr wollt Gottesdienst feiern, dann ist doch das super. Dann macht doch das. Und wir beauftragen eine Art euch zum Gottesdienst feiern und höre und staune, feiert auch zusammen Abendmahl. Also, dass man überhaupt die Frage stellt, dürfen Laien ohne Pfarrerin, ohne Pfarrer Abendmahl feiern, aus reiner Verzweiflung, das hat mich schon sehr beeindruckt. Und ich habe dann wieder gemerkt, dass durchaus Verzweiflung kann ein Treiber sein von Innovation. Bei uns in der Kirche ist schon klar, Abendmahl, mindestens öffentlich Abendmahl, das muss der Pfarrer oder die Pfarrerin machen, gehört zu ihren Aufgaben. In Deutschland ist das noch viel stärker. Dass man da plötzlich jetzt überlegt und man sagt, ja, wir müssen dort einfach etwas ändern, das hat mich schon sehr beeindruckt. Mhm. Also von daher denke ich, dass auch ein gewisser Druck, jetzt wären wir wieder beim Thema Innovation, dass ein gewisser Druck kann helfen, wenn man einfach merkt, wir müssen etwas Neues entwickeln und wie schaffen wir es auch unter den gegebenen Umständen, klar, Greifswald ist Ostdeutschland, Vorpommern, wie schaffen wir es auch unter den gegebenen Umständen, geistliches Leben vor Ort stattfinden zu lassen. Und es ist für mich auch ein Ausdruck, was ich nicht unbedingt aus einem kirchlichen Zusammenhang kennengelernt habe, ein Satz, mehr so wirtschaftlich, der aber auch für Kirche gilt, dass oft Innovation nicht vom Zentrum herkommt, nicht von der Macht, sondern dass Innovation oft von den Rändern herkommt. Dass man an den Rändern die Probleme schneller merkt, dort ist man auch irgendwie vernetzt und man weiss, man ist am Rand. Und dann wird man innovativ, weil man nicht das Geld hat und auch nicht die Macht. Also die Idee quasi, dass es unter Umständen ein Vorteil ist, wenn man zum Beispiel nicht in einer Stadt ist. Nicht gegen Stadt, ich bin ein Basler, ich bin ein Städter von meiner Herkunft her. Aber das ist auch das, was mich an Sabrina Müller beeindruckt hat, wo sie gesagt hat, viel Fresh Eggs kommen von Kirchgemeinden, auch auf dem Land. Das ist kein städtisches Phänomen. Also dort, auch wenn man klein ist und sich machtlos fühlt, heisst das nicht, dass man nicht kann, etwas Neues ausprobieren kann. Mhm. So wie Notmacht erfinderisch. Voilà, das war ein alter Satz, genau. Und ich glaube, verbunden damit, glaube ich schon daran, dass der Satz auch stimmt, dass Ideen stärker sind als Grösse und Ideen sind auch stärker als Geld. Also am Ende vom Tag, das merkst du an den Innovationsfonds, es kommt dort auf die Ideen drauf an und bei den Ideen lange reine Ideen nicht, sondern es braucht Menschen, die die auch können umsetzen können. Also das heisst, man muss gar nicht gross sein, man muss gar nicht stark sein, sondern man muss verbunden sein mit anderen Menschen und man muss Ideen haben. Und dann gibt es auch in unserer Kirche, wo auch das Thema Innovation in vielen Kantonalkirchen ein immer grösseres Thema wird, kann man auch dort von den entsprechenden Strukturen profitieren. Mhm. Weil
meine, du kannst jetzt auch zurückgehen in die Bibel. Dort gibt es eine Tradition, dass Gott das Kleine mag. David-Geschichte. Da gibt es ganz viele Beispiele, dass Gott der Zweitgeborene nimmt. Da gibt's ein System im Alten Testament. Und auch bei Jesus, er ist übrigens auch vom Land gekommen. Er ist auch verspottet worden als Galiläer da. Gott mag das Kleine und Gott mag die Provinz und Gott mag die Idee. Das war ein bisschen pathetisch gewesen, gebe ich zu. Und gleich braucht es ja dann auch, oder ist auch schön, wenn dann auch Geld drum ist, um die Idee auch zu fördern. Unbedingt. Also, es ist ja nicht per se schlecht, wenn dann auch Geld investiert wird in etwas Neues. Unbedingt. Und das ist übrigens, wenn ich nochmal auf den Kreisfall komme, dort haben zwei Sozialforscherinnen von Bochum geredet und haben gesagt, über eben Innovation und über so Fragen. Und die haben dann gesagt, ja, und es ist eben eine Aufgabe, also ich tue es auf Schweizer Verhältnis um, die haben dort andere Begriffe, es sind auch Katholikinnen gewesen, die haben nochmal andere Begriffe, aber nach Schweizer Begriff quasi haben die gesagt, es ist auch die Aufgabe von einer Kantonalkirche, die Innovationen zu finden. Die Kirchgemeinden, auch wenn sie vom Land sind, auch wenn sie nicht gross sind, zu finden, wer hat gute Ideen, die jetzt unterstützen, zum Beispiel mit Geld, aber sie auch zu beraten, haben ihr an das und das gedacht. Also ich glaube tatsächlich, dass für die Innovation hat eine Kantonalkirche auch eine grosse Aufgabe, dass sie so Sachen herausfinden kann, fördern, auch fordern und verbessern. Mhm. Also ich bin überhaupt nicht gegen eine Kantonalkirche, ganz sicher nicht. Sie muss einfach ihre Arbeit gut machen und wenn es um Innovation geht, die finden und fördern. Mhm. Ja gut, Anna, dann wäre es das wahrscheinlich ungefähr gewesen für heute. Ein Plädoyer von dir, ein Plädoyer von mir. Aber kannst du nochmal zusammenfassen, was soll eine Person, die in einer Kirchgemeinde mit Ambitionen mitschafft, was soll diese Person mitnehmen von dieser Episode? Ich denke, einerseits sicher Mut, zum Sachen ausprobieren, die vielleicht bis jetzt nicht so dran sind oder man bis jetzt nicht so gemacht hat. Und auch den Mut haben, Fragen zu stellen. Also Fragen zu stellen überhaupt so, wieso machen wir das eigentlich so und nicht anders oder könnte man nicht mal ausprobieren. Und den Mut haben, zuzuhören. Auch ein bisschen zu hören, was denken denn die Leute, die bei uns in die Kirchengemeinde kommen oder die nicht bei uns in die Kirchengemeinde kommen. Mhm. Was sind da für Bedürfnisse rum und wie könnte man vielleicht da ja, diesen Bedürfnissen auch begegnen als Kirchengemeinde. Und ich glaube nicht zuletzt auch der Mut, sich selber zuzuhören und mal zu hören, wie müsste denn eigentlich Kirche aussehen, so damit ich wirklich Freude hätte, um da hinzukommen, immer. Weil ich bin gar nicht sicher, wie fest das immer so der Fall ist, auch bei denen, die kommen. Und auch die eigenen Bedürfnisse, denke ich, ist auch etwas, wo man ansetzen kann. Und mal schauen, wie könnte man eigentlich da noch weitergestalten, dass es dem entspricht, wie ich das gerade empfinde. Mhm. Sehr gut. Dann biegen wir jetzt nicht nur ins Ende von dieser Episode ein, sondern diese Episode wäre jetzt auch das Ende von der Staffel 3 von Aufwärtsstolpern. Mit der nächsten Staffel haben wir vor, eine neue Episode wieder anzufangen. Wieder eine mit Gästen. Wir haben eine lange Liste mit Menschen, wo wir gerne mit ihnen würdet wollen reden. Wenn ihr, die zuhört, eine Idee hättet oder euch selber vorschlagen, dann meldet euch einfach. Das auf jeden Fall wäre es dann also gewesen. In der Staffel 3 Umbau, in der Episode 7 Umbau vom Denken, von Aufwärts stolpern, ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.